Erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Ali Alderman. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es war eigentlich schon seit langem abzusehen, und wir Linken haben immer wieder genau vor dem Szenario gewarnt, das sich jetzt in Mali abspielt. Aber Sie, die Bundesregierung, haben einfach stoisch diesen falschen Kurs gehalten, obwohl schon lange offensichtlich war, dass Frankreich und seine Verbündeten, also auch die Bundeswehr, von der Mehrheit der malischen Bevölkerung als Besatzungsmacht empfunden werden und somit auch nicht mehr erwünscht sind. Nun haben also Frankreich und andere Verbündete angekündigt, das Land zu verlassen. Und die Bundesregierung, sie steht tatsächlich völlig planlos da, haben wir auch eben gehört. Die Vertreter der Regierung haben keinen Plan. Ich sage Ihnen, mit einer seriösen Außen- und Verteidigungspolitik hat Ihre ganze Mali-Politik überhaupt nichts zu tun. Deshalb beenden Sie endlich dieses Chaos, ziehen Sie die richtigen Konsequenzen, holen Sie die Soldaten schleunigst nach Hause, anstatt hier weiter herumzugurken und deren Leben weiter in Mali zu gefährden, meine Damen und Herren. Und schauen wir zurück. 2013 hat die ehemalige Bundesregierung Bundeswehrsoldaten nach Mali entsandt, mit der Begründung, an der Seite der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich das Vorrücken bewaffneter Terrorgruppen auf die malische Hauptstadt verhindern zu wollen. Nachdem das geglückt ist, hätte sich die Bundeswehr eigentlich zurückziehen müssen. Mission erfüllt, möchte man meinen. Doch weit gefehlt. Stattdessen haben sie humanitäre Gründe angeführt, um zu rechtfertigen, warum man dort weiter im Einsatz bleibt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat es sie auch nicht groß interessiert, dass es innerhalb von nur 18 Monaten, nämlich im Jahre 20 und 21, zu zwei Militärputschen in Mali kam. Allerspätestens da hätten sie doch die Reißleine ziehen müssen. Stattdessen aber sind sie im Land geblieben, in der Hoffnung, mit eben diesen Putschisten kooperieren zu können, und haben fleißig weiter deren Sicherheitskräfte ausgebildet. Ich frage Sie, wie wollen Sie denn in Zukunft glaubhaft für demokratische Verhältnisse werben, wenn Sie in der praktischen Außenpolitik keinerlei Berührungsängste zu Putschregierungen haben? Unglaubwürdiger und naiver geht es eigentlich kaum. Auch als die Konflikte zwischen der aktuellen Putschregierung und Frankreich immer weiter zunahmen und diese sogar ankündigte, die vorgesehenen Wahlen um Jahre nach hinten zu schieben, war von ihnen nur das übliche leise Murren zu vernehmen. Noch nicht einmal die Ausweisung des französischen Botschafters und der dänischen Truppen aus Mali haben die Bundesregierung zu einem Umdenken bewegt. Genauso wenig wie die Verweigerung der Gewährung von Überflugrechten für deutsche Transportflugzeuge. Aktiv wurden sie allerdings, als die USA Angaben darüber machten, dass die russische Wagner-Gruppe auf Einladung eben dieser Putschregierung in Mali interveniert hat. Plötzlich setzte es Sanktionen. Offiziell begründet wurde das mit der Verschiebung der Wahlen. Tatsächlich aber ging es um die Präsenz russischer Söldner, und die Verteidigungsministerin lässt sich mit dem Satz zitieren: Wir werden nicht weichen, so einfach machen wir es den Russen nicht. Zitat Ende. Offensichtlicher kann man doch nicht sagen, dass es eben nicht um humanitäre Missionen geht, sondern um die Durchsetzung knallharter Interessen von geopolitischen Einflusszonen. Und seit wann bitte richtet sich denn die deutsche Außenpolitik danach, ob Russland in einem Land militärisch aktiv ist oder nicht? Was sind das da für absurde Maßstäbe? Das ist völlig absurd. So machen Sie sich völlig unglaubwürdig, und auch damit muss endlich Schluss sein, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, die Wahrheit tut weh, ich weiß. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, wer aus der Geschichte nichts lernt, der ist verdammt, die immer gleichen Fehler zu wiederholen. Und die Parallelen zwischen Mali und dem Afghanistan-Debakel sind unübersehbar. Auch dort waren wir im Schlepptau anderer, in dem Fall der US-Amerikaner, militärisch im Land. Und auch dort zogen sich die Amerikaner, also jene, zuerst zurück, die erst diese Einsätze veranlasst haben. Und auch in Afghanistan war die Bundesregierung letztlich planlos, hilflos, ratlos. Deshalb lernen Sie auf den Afghanistan-Desaster, ziehen Sie die Soldaten aus den Auslandseinsätzen ab. Damit würden Sie im Übrigen dem Grundgesetz endlich auch wieder Rechnung tragen, meine Damen und Herren. Und zu allerletzt, mehr als 2 Milliarden Euro haben Sie, weil hier immer über Humanität gesprochen wird, mehr als 2 Milliarden Euro haben Sie für diesen Einsatz in Mali regelrecht für militärische Aktionen und Einsätze verpulvert. Sie können sich ja mal fragen, wie viel Leid und Elend hätte man mit nur einem Bruchteil dieses Geldes vor Ort verhindern können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Mir sei zwischendurch noch ein Hinweis auf unsere eigene Geschäftsordnung gestattet. Es gab jetzt den Versuch von mehreren Meldungen zu Zwischenfragen. In diesem Format, in der Aktuellen Stunde, gibt es keine Fragen und Bemerkungen und auch keine Kurzinterventionen. Nur für diejenigen, die das noch nicht so ganz bisher miterlebt haben. Wir fahren fort in der Aktuellen Stunde. Das Wort hat der Kollege